Ich denke, bei der BVB wirst du definitiv nicht an. Wenn du arbeitest, aber saugut verdienen, ist jetzt auch recht übertrieben. Ohne 100% Pensum machst du bei der BVB nie Karriere. Karriere ist recht relativ. BVB unterstützt Mitarbeitende, die in Teilzeit zu arbeiten. Ich selber arbeite auch in Teilzeit. Karriere ist immer so eine persönliche Definitionssache. Ich finde, ich bin Mama und ich mache trotzdem in meinen Augen Karriere, weil ich einen guten Job mache und von meinem Vorgesetzten gefördert werde. Schaffe ist definitiv ein Müsse, aber definitiv nicht bei der BVB. Ich gehe sehr gern zu der BVB an. Ich arbeite sehr gern mit meinem Kollegenkreis, mit meinem Team zusammen. Und ich liebe auch sehr die Aufgabengebiete, die ich habe. Das ist so pauschalisierend, gell? Mich tut man auch immer als Schwab bezeichnen, obwohl ich ja aus dem Badenerland komme und definitiv vehement mich dagegen wehre, dass ich ein Schwab wäre. Aber es ist definitiv wahr, wir haben viele Menschen aus anderen Ländern bei uns am Arbeiten. Ich zähle aber auch dazu. Ich finde das jetzt nicht verwerflich, weil das Unternehmen ja definitiv danach suchen muss, welche Mitarbeitenden die Besten fürs Unternehmen sind. Dementsprechend sind wir offen für Ausländer, wie es da steht, auch für Schwaben im Besonderen. Ich kenne aber auch viele Basler, wo mit mir zusammenarbeiten, deswegen, das kann man nicht so sagen, dass wir nur Ausländer bei uns haben. Die braucht's doch definitiv auch, weil sonst kannst du ja nicht einfach nur mit Leuten in Tremle reinsetzen und in Busse reinsetzen und sagen, jetzt fahr mal. Du musst doch denen ihre Ausbildung richtig organisiert bekommen. Du brauchst Lohnadministration. Aus dem Kanton musst du kommunizieren, du musst mit ihnen zusammenarbeiten. Und das funktioniert nur mit Leuten, die am PC hocken und die Verwaltungsarbeit leisten. Das sieht man ja am Anfang, also wenn man nur vorbeiläuft, sieht man das ja nicht unbedingt, ob jemand jetzt effektiv arbeitet oder full absitzt. Auf jeden Fall sollte man Bewerbung abschicken und die Leute bei der BVB kennenlernen, die Strukturen bei der BVB kennenlernen und natürlich mit einem eigenen Eindruck sich dann selber dafür entscheiden, genau dort will ich ahnen.